Natürlich gibt's dabei wieder ganz viel Geschrei. Rückwärts. Und jetzt vorwärts fahren, ein Stück. Rechts, nach rechts. Weiter nach rechts. Aber ich bin da total an der Wand nah dran. Dina, ich bitte dich. Du bist geil, da ist ein Meterplatz. Dina, da ist ein Meterplatz, Mann. Durch das in Aussicht gestellte Chauffeursgehalt von bis zu 10.000 Euro. Wieso ist da jetzt eine andere, warum ist da jetzt eine andere Sprecherin? Was soll das? Euro gibt es jetzt schon Zickenkrieg zwischen dem Prinzen und der 23-jährigen Anwärterin Dina. Dina! Dina, konzentrier dich beim Autofahren! Bitte, das Auto ist 7,20 Meter oder 6,20 Meter lang. Wir müssen jetzt in dieses scheiß Parkhaus rein, Dina. Gib dir doch mal Mühe, Junge. Es war die totale Katastrophe. Nach 5 Meter Parkhaus hätte sie mein Auto schon kaputt gemacht. Da wäre schon eine Beule in der Tür gewesen. Natürlich hat er sich dann total aufgeregt, obwohl er ja immer meint, ihm ist es ja egal mit seinem Auto. Selbst. Ich weiß nicht, ob das der beste Start ist, Dina, wenn du dich so verhältst. Du hast das Auto fast kaputt gemacht. Das hättest du dir vielleicht sparen lassen sollen. Sparen lassen sollen, genau. Wenn wir jetzt zu Schrott fahren, er hat ja so viele und bla und so. Ob es heute wieder Ärger gibt? Der Multimillionär lässt die Chauffeurskandidatinnen auf dem Hockenheimring antreten. So. Als Chauffeurin bei mir muss man natürlich sicher fahren können, in Extremsituationen das Auto beherrschen. Und deshalb üben wir das jetzt hier auf dem Hockenheimring bei nasser Straße. Wir haben einen Top-Fahrlehrer. Der genau, weil Markus der Meinung ist, dass man mit dem Maybach von 6,20 Meter auch driften können muss. Markus ist es auch egal, ob da eine Geschwindigkeitsbeschränkung steht oder nicht. Markus ballert mit 200 durch die 30er-Zone. Das ist genau der Lifestyle. Er bringt euch das bei und dann will ich mal schauen, wie ihr euch einstellt. Wer fängt an? Ich fange an. Okay, dann mal los. Die Studentin, die Sängerin und die Piercerin haben jetzt weiche Knie. Ich freue mich, hier zu fahren auf jeden Fall schon, habe aber auch ein bisschen Angst. Ich freue mich, hier zu fahren auf jeden Fall schon. An der Stelle ist der Satzbau mal ganz kurz verloren gegangen. Es ist ein relativ großes, schweres Auto. Mein erster Hockenheim-Besuch. Also ich bin noch nie auf einer Rennstrecke gefahren. Bin schon sehr aufgeregt. Also eigentlich freue ich mich eher, als dass ich aufgeregt bin. Aber natürlich sind die Bedingungen nicht wirklich die besten. Stimmt, du sitzt in einem 550.000-Euro-Auto, was du nicht fahren kannst und der Asphalt ist nass. Und ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, hat der Maybach Hinterradantrieb oder ist es ein Allrad, ich weiß es nicht. Keine Ahnung auch, wie viel PS der hat, der wird wahrscheinlich auch seine 230 mindestens haben. Ja, wird funktionieren, wird gut gehen. Aber gerade das macht ja das so spannend. Damit nichts schief geht, bekommen die Chauffeurinnen sogar einen Rennfahrlehrer an ihre Seite. Wir fahren eine flotte Runde über den Hockenheimring und geben mal so richtig Gas und wer bremst, verliert. Ich brauche keine Chauffeure, die langsam fahren. Zeit ist Geld, deswegen will ich immer Zeit sparen. Ich sag's ja, mit 200 durch die 30er-Zone juckt ihn ja nicht, ist ja nicht sein Führerschein. Ja, und immer schnell ankommen und deshalb brauche ich Fahrer, die schnell fahren können. Nele fährt schnell und hat den 500.000 Euro Maybach trotz teilweise bis zu 240 Sachen gut im Griff. Du machst das super! Wenn man hart weggeht, ich bin ganz Gas. Stolz auf dich! Jawohl. Und dann wieder rechts raus in die Boxengasse rein. Da, super! Da, 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 da. Genau. Entschuldigung? Macht nix. Super! Super gemacht! Rein, gell? Hey, super! Super! Auch die Sängerin Dina geht es schnell an. Wir geben Gas, 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 ne? So, du, ne? Kannst schon auf dem Gas bleiben, da können wir voll, fahren. Ne? Vollbremse, Vollbremse, sonst gehen wir ab. Bremse, 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 Bremse. Geiler Clip, Alter. Geil. Upsala. Jetzt warte mal. Okay. Hey, Dina. Mach mal langsam jetzt hier, es reicht. Dina, mach mal ganz ruhig jetzt hier. Gas, Gas, Dina, jetzt runter vom Gas. Es reicht jetzt hier. Du spinnst ja wohl, hier mit 200 über die Straße zu fahren. Hab ich dir das gesagt? Ja gut, das hab ich. Dina, tut mir leid. Sag mal! Gibt's doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Scheiße, soll ich denn, Dina, wenn ich scheiße. Ich gehe vorher nicht kurz bremsen. Voll doch gesagt. Bremse, ja. Hat doch gesagt, vorher anbremse. Ich lieb's, wie er nicht angeschnallt ist. Und immer da bleiben, wo es blau-weiß ist. Achso, ich dachte, die soll nur von vom Gas runtergehen, okay? Boah, ey, Dina, nee! Ich habe uns schon in der Mauer gesehen. Der Prinz ist angespannt. Ich glaube, Dina hat den Job. Also es war okay, allerdings habe ich gemerkt, dass ich erstmal neue Linsen brauche, weil ich sehe nicht gut. Ich habe ja die ganze Zeit meine Augen zugekniffen und wahrscheinlich hat es erstmal darin gelegen, dass es für mich noch ein bisschen erschwert war. Ja. Und hör auf zu lachen. Sie duzt ihn ganz kurz. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen, Markus. Das ist nicht witzig. Ich wollte uns umbringen. Hör auf zu lachen.
Ja, ansonsten, wir sind einmal ausgebrochen. Einmal in die Betonwand gefahren fast. Ja. Geil, Alter. Er hatte ein bisschen Angst um sein Leben, aber wie gesagt, wir leben noch. Der das war ist natürlich cool. Immerhin gut. Und ja, ansonsten, ja, nichts Besonderes. Die erste schwierige Situation, sind wir gleich Richtung Betonmauer unterwegs gewesen. Ja, da lachst du. Ich würde so gerne so aussehen. Und dann ist sie eigentlich nur noch 50, 60 gefahren und wahrscheinlich ist sie eine Top-Autofahrerin, aber die Linsen haben halt nicht gepasst und deswegen ging das diesmal in die Hose. Ob Piercerin Jessica ein... Muss die sich eigentlich immer so hinstellen? Ist das so ihr Ding, dass sie immer so da steht und so... Jessica, was ist mit dir? Hochgeschwindigkeits-Naturtalent wie Nele ist, zuerst kämpft die 30-Jährige wie ihre Vorgängerin Dina mit Haftungsproblemen. Oh, dann Bremse löse, zieht nach innen. Oh, das wird wieder nichts. Steuert voll in den Körbs gelandet und da haben wir die Gerade, da können wir wieder Stoff geben. Aber Spaß macht's, oder? Aber Spaß macht's allemal, ne? Dieser Fahrlehrer ist ja mal komplett unnötig, den hätte man ja komplett rauscutten können. Also der muss ja für mich gar nicht stattfinden in diesem Video. Aufregend. Kurve war schon sehr knapp. Aber er lebt noch. Sehr knapp. Sehr knapp. Ja, er lebt noch. Ja. Bei der nächsten Prüfung kommt der schwerreiche Besitzer von Table Dance Bar. Also jetzt so langsam, so langsam wird es ja einfach nur noch affig, oder? Was passiert jetzt? Auf seine Kosten. Eine Entführung wird simuliert. Bei voller Fahrt werden die Kandidatinnen überraschend von vermummten Schützen mit Farbgeschossen angegriffen. Ja, super. Nele reagiert wie immer gut, bremst und zieht die Waffe aus der Handschuh, aus dem Handschuhfach und schießt auf die Entführer. Zu wild. Gut. Dina fährt leider seelenruhig weiter und landet im Farbkugelhagel. Damit hat sie leider verloren. Verloren, lol. Stell dir mal vor, sie hält sich einfach die Hand vor den Kopf, während einfach echte Kugeln ihren Körper durchsieben. Dina ist eine absolute Superfrau. Oh, ich bin tot! Hilfe! Wahnsinn! Ah, oh, toll! Ich werde erst in die Sturm dir! Achso, ich soll dem ausweichen bestimmt. Ah, oh, boah, wenn jetzt einfach einer auf sein Face schießen würde. Zu wild. Naja, man muss ja auf alle Gefahrensituationen vorbereitet sein, als mein Chauffeur oder als meine Chauffeurin. Das nächste Szenario ist, dass tatsächlich ein Dinosaurier die Fahrbahn betritt und das Auto runterwirkt. Dina lässt sich seelenruhig runterschlucken und die anderen Bewerberinnen fahren aus dem Enddarm des Dinosauriers raus. Alles klar. Und wir sehen hier ganz klar, Dina hat den Job. Wir haben hier komplette Trefferquote erreicht. Also der Fahrer ist tot, der Beifahrer ist tot, der Passagier ist tot, alle sind tot. Wo ist das Problem? Du bist tot. Ach so. Ah, das ist das Problem. Dina ist tot. Ja, ich wäre die Erste, ne? Ja. Nachdem wir dann irgendwann tot gewesen wären, dann wäre ich auch ausgewichen. Aber genau. Zu spät. Genau. Die Piercerin Jessica verhält sich beim Überraschungsangriff mit Farbkugeln auf den Maybach leider auch sehr reaktionsarm. Jessica, du hast diese Panzerfaust im Handschuhfach. Ja, dann nutz sie auch. Ich bin tot. Also wie fandest du so von der Reaktion? Geil, das ist komplettes Meme-Material. Geil, 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 geil. Geil, geil, wenn ich das nächste Mal irgendwo sterbe in irgendeinem Game, Achtung, Achtung. Reaktionsarm. So, stellt euch vor, ich sterbe in Fortnite, dann passiert Folgendes. Achtung, ich sterbe jetzt gerade in Fortnite, dann passiert jetzt Folgendes. Ich bin tot. Genau. Also wie fandest du so von der Reaktion? Hätte da mehr kommen müssen? Beschissen. Die Ruhe weg ist alles gut und schön, aber nicht immer. Manchmal muss man auch ein bisschen pfiffig sein und schnell reagieren. Bremsen, ja. Und abhauen. Aber warum muss ein schwerreicher Unternehmer aus der Erotikbranche überhaupt unter Umständen mal flüchten? Das gerade in der Erotikbranche, das... Es könnte ja auch mal sein, dass einen die Polizei verhaften will. Genau, und dann muss man vor der Polizei wegfahren. Markus. Und dann müssen wir auch flüchten können, weil wer will schon gerne ins Gefängnis? Deswegen, wir müssen immer imstande sein, abzuhauen. Wie viele Jahre saß Markus schon im Gefängnis, ist die Frage.
Bisher war der Prinz noch relativ freundlich. Beim Einparken mit dem 300.000 Euro teuren Sportcabrio soll sich die Spreu vom Weizen trennen. Zwischen Dina und dem Prinzen ist die Stimmung mal wieder... Das ist ja kein 300.000 Euro Sportcabrio, das ist ein SLS. Ja, angespannt. Es ist ein SLK. Und der kostet keine 300.000 Euro, oder? Gibt es irgendwas Besonderes zu beachten? Ja, das Auto ist nicht so teuer, wie dir gesagt worden ist. Das ist ein Mercedes, ein Auto wie jedes andere auch. Ganz einfach. Also wenn ich es kaputt mache, dann ist es ja kein Problem für dich. Du hast ja so viele Autos. Can't touch this. Das Einparken klappt erst ganz gut. Das ist doch ein SLK, ja, oder? Das ist gar nicht schlecht. Es dauert zwar alles ein bisschen lange, aber gut Ding braucht Weile, habe ich mal gelesen. SLA ist es, aber der kostet doch keine 300.000, oder? Stopp! Meine Felge. Jessica packt... Es ist seine Felge. Ziemlich langsam ein. Lass Auto stehen. Philipp, steig aus. Steig aus. Ey, Dina, ne? Wirklich. Was hat denn das jetzt mit Einparken zu tun? Hier, komm mal hierher. Was hat das mit Einparken zu tun? Beim Vorwärtsfahren, Rammstein Golf? Da lachst du. Ist doch lustig. Ist doch ein 300.000 Euro SLC, SLK, SLS. Egal. Findest du das komisch? Ha? Ja. Jetzt, du findest das komisch. Das Achtung. Macht dir doch nichts aus, oder? Du findest das komisch. Ne. Dina! Ob du das lustig findest, dass mein Auto jetzt hier gerade am Rauchen ist? Dina, hier ist alles... Boah, Dina, ey, hier ist überall Qualm. Dina, komm über aus der Motorhaube hier. Boah, Dina. Scheiße, Dina, ey. Mein Gott, du musst aufpassen, Mädchen. Was ist denn mit dir? Aber du müsstest es doch komisch finden. Du meinst, das macht dir nicht aus, oder? Also, du erfüllst wirklich das Klischee der dummen Blondine. Die Frauenwelt kann sich echt schämen, dass es so eine wie dich gibt. Genau, naja, wenn man am Einparken den IQ von der Frau testen kann, dann wow, hast du eine neue Erfindung gemacht. Dina, wegen dir ist hier alles in dichten Nebel gehüllt. Also wirklich alles. Weg, 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 Dina. Was war da jetzt so schwierig? Na, gar nichts, Dina. Ha? Irgendwie kommt Jessica in die Lücke. Top. Jessica ist auch noch ein Nebencharakter in dieser ganzen Sendung. Da ist viel Platz. Also ich würde halt da nochmal mit dem Prinzen reden, ob wir uns ja dann einen anderen Parkplatz suchen würden, wenn es schnell gehen soll. Was machen wir denn, wenn es der einzige ist? Dann kaufst du dir einfach ein neues Auto, du hast doch genug Geld. Einzige ist, dann werde ich sie rauslassen und werde so lange im Kreis fahren, bis vor der Tür der nächste frei wird. Das ist auch eine gute stark. Antwort. Starke Antwort, stark. Auch die sonst so souveräne Nele hat ein paar Probleme. Nee, jetzt nicht auch noch Nele. Einschlagen, Nele, einschlagen. Ja, nicht die Scheibe, sondern den Reifen. Ganz Fällt. Einfach. Es gibt kein Auto, wo man leichter einparken kann. Markus, wieso fährst du nicht selber? Kurzer Radstand, kurzes Auto, nicht so breit, überschaulich. Das Dach ist auch noch offen, also man sieht alles. Dass das Dach offen ist beim Einparken, ist sehr wichtig. Merkt euch das. Ich habe mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja, der zweite Versuch hat erst geklappt. Aber naja, man kann ja nicht alles können. Genau. Aber beim zweiten Mal war es dann schon gut. Genau. So. Also es war jetzt keine sehr gewonnen. Schwierige Aufgabe. Zu sagen, schnell machen und so. Ganz klar des Prinzen Liebling. Nach dem Krach sieht Dina ziemlich chancenlos aus. Aber auch an Jessica findet der Prinz Kritikpunkte. Es gibt noch einen dritten Teil. Den schauen wir uns aber heute nicht an, sondern wann anders, meine Freundin. Jetzt